Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt, Radsport Manager 2014. Wir sind unterwegs hier auf Paris-Roubaix und das mit unserem kleinen Team hier, bestehend aus G, Decord, Degenkolb, Velas, Stammschneider, Curvers oder Curvers, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Barquil und Debacker. Ja, warum fährt überhaupt ein Barquil hier mit? Kein Kopfsteinpflaster-Spezialist und so weiter. Ich will einfach, dass der sich ein bisschen hier reintritt. Er wird zwar letzter werden, aber es geht um den Rhythmus für was anderes, was hinterherkommt. Und Debacker und Co., das sind Helfer für Degenkolb. Und Degenkolb, der soll hier Attacke gehen. Ja, richtig Attacke gehen. 76 Kopfsteinpflaster, hier muss was drin sein. Denn unser Sponsor verlangt von uns, dass wir hier mindestens Top 10 fahren. Also, versuchen wir es mal. Die Aufgabe ist gestellt und Degenkolb ist auch schon der Kapitän. Wir schicken unseren Arzt mit. Ich bin am überlegen, ob wir einen zweiten holen, aber ich muss mal die Finanzen ein bisschen im Auge behalten. So, Degenkolb ausgezeichnet, Rhythmus gut, oh, Rhythmus gut. Wieso ist euer Rhythmus schon wieder unten? Ich reg mich so auf mit dem Rhythmus, mit der Frische, das geht mir alles so. Die Frische von Velas ist schlecht, das ist doch gerade eben irgendwo mitgefahren. Na, dafür ist der Rhythmus ausgezeichnet. Also, da die Balance zu finden, dass man hier einen guten Rhythmus hat, eine gute Frische hat und dann das im Rennen umsetzt, das ist, ja, Cancellara ist Top-Favorit. Sagan ist oben mit dabei. Wir sind hier wieder mal überhaupt nicht aufgeführt. Kann mich nicht glücklich machen. Wir fahren natürlich mit einem Komfortrad, also sprich mit Kopfsteinpflaster-Setup. Degenkolb ist unser Hauptmann. Ich bin jetzt gerade am gucken, ob wir hier einen haben mit einem guten Kämpferwert. Nee, Kämpferwert hat keiner von denen. Deshalb wird Degenkolb wahrscheinlich auch bei einem Angriff wieder absterben. Ach, das ist ein Drama. So haben wir irgendeinen guten Ebenenfahrer mit Kämpferwert. Auch nicht. Oi, oi, oi. Naja, schauen wir mal, was geht. Barquil, Curvers, G, Stammschneider, die dürfen Führungsarbeit machen. Velas soll sich ausruhen, ist unser Backup, falls irgendwie was schief geht mit Degenkolb. Denn Velas ist 75er und 74er Sprinter. Nicht ganz so gut wie er. Und 71er Kopfsteinpflaster, nicht ganz so gut wie er. Lange Rede, kurzer Sinn. Hauen wir rein. Herzlich willkommen in Compendium, wo sich die Fahrer gerade auf den Start zur 250 Kilometer langen Hölle des Nordens vorbereiten. Die Hölle der Pflastersteine beginnt aber erst etwa 100 Kilometer nach dem Start, von wo ab sie dann in regelmäßigen Passagen bis zum Ziel in Roubaix das Rennen beeinflusst. Abschnitte wie Trouée de Rambert, Orchy und Carrefour de l'Aubray sind berühmt-berüchtigt und selbst der Kürzeste kann das Rennen entscheidend beeinflussen. Keiner der Favoriten kann es sich leisten, vor der Einfahrt in das Velodrom nicht alles zu geben. So, haben wir es geschafft, ja. Das ist ja der Wahnsinn. Lange, lange Einführung hier und ja, ich bin mal gespannt, wie sie das hier umgesetzt haben, Paris-Roubaix. Ich hoffe, es gibt eine schöne Etappe und ja, schauen wir einfach mal. Ihr seht, hier sind unheimlich viele Kopfsteinpflaster-Stücke in der Etappe mit drin und das ist immer das graue Feld und davor sind ein bisschen Hügel, also nicht wirklich viel und ja, wir versuchen hier jetzt einfach mal unsere Fahrer so zu positionieren, dass wir hier ein bisschen mitfahren können und das wird dann hoffentlich am Schluss eine angenehme Platzierung einfahren, mit der der Sponsor happy ist. Ein Ausreißversuch. Viele Gedanken an das Streckenprofil scheint er nicht verstehen. Ja, Dschungels, sehr schön. Das ist super, dass der versucht auszureißen. Weil von uns sind die Fahrer, die wir mit den Ausreißer mitschicken wollten, noch gar nicht da. Kommen die irgendwann mal? Da kommen sie. Eieieiei. So, Decord und Debacker ist echt unglaublich hier. Es fehlt immer noch einer. Velas, wo steckt der denn? Das kann
kann doch nicht wahr sein. Das sind die Fahrer, die angreifen sollten. Ja, sie kommen nicht vor. Kommen einfach nicht vor. Fahr doch mal vorbei. Ist doch nicht so schwer. Mitten im Feld, Stau, hängen bleiben. Und wieder ein Angriff. Der Vorsprung beträgt schon mehr als eine Minute. Das Feld zeigt sich völlig unbeeindruckt von dem Ausreißversuch. Das Tempo hat sich deutlich verlangsamt. So ein bisschen regt's mich auf gerade. Aber gut, also ich bin's ja gewohnt. Ich reg mich schon lange nicht mehr auf. Macht eh keinen Sinn, sich aufzuregen. Stammschneider forciert mal ein bisschen das Tempo. Gucken wir uns mal einen Wind an, ist ja kaum Wind da. Vielleicht können wir es so schaffen, dass Velas mal frei fährt, dass der mal vorkommt. Sehr schön. Hat es auch mal geschafft. Willkommen hier vorne. Ja, De Backe wäre eigentlich jemand, den ich gerne mit in die Ausreißergruppe geschickt hätte. Wenn ich schon in die erste, dann vielleicht in die zweite, aber... vergessen wir es einfach. So, Stammschneider fährt mit 80 vorne und versucht hier zu führen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit für einen Fahrer, der gut ist, was Ebenenfahren angeht und Prologfahren angeht. Unterschiedliche Mannschaften beteiligen sich jetzt an der Tempoarbeit. Aber so wirklich funktionieren will es auch nicht. In der Ausreißergruppe nicht vertreten. So, die sind jetzt angestrengt, weil wir hier reintreten wie die Bekloppten. Und nicht unbedingt wegen dem Wind. Denn der Wind ist gerade mal 2, der macht kaum was aus, ist fast windstill. Aber das Tempo, was halt Stammschneider hier anschlägt, ist verdammt hoch, weil ich die Lücke zufahren will zu der zweiten Ausreisergruppe. Beziehungsweise, und das ist nämlich jetzt die andere Überlegung, die ich mir gerade mache, eigentlich brauchen wir die gar nicht zufahren. Eigentlich reicht's, wenn ich mit dem Backer rausfahre. Und... Angriff klicke und er dann hier vom Feld wegfährt, hier vor zu denen. Genau in diesem Augenblick kommt es zu einem Angriff. Und sich dann hier dran hängt und dann kommen auch schon die anderen nach. Das hat jetzt super funktioniert. Also wir haben es am Schluss dann doch noch eingeholt. So, wir versuchen mit dem Backer nochmal was, aber das wird keinen Tauch haben. Oh, sie lassen ihn fahren. Können ihm nicht folgen bei 90 oder was? Ja, ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Aber es scheint zu funktionieren. Er fährt einfach mal am Feld weg. Und fährt einfach mal da vorne an die Gruppe ran. Das gefällt mir gut. Das können wir so lassen und wir stellen den jetzt mal ein hier auf 60 oder 55. Wir versuchen mal mit 55 Führungsarbeit. Ob er sich dann hier mit einreiht, ob das funktioniert. Angriff von Vichot. Ja, sehr schön. Ich weiß nicht, was die da jetzt wollen. Funktioniert. Irgendwie. Keine Ahnung warum und weshalb, aber es funktioniert. So, da soll ich mir gerade was zu trinken holen. Und ich bin am überlegen, wen wir hier hinten mal schicken könnten. Ich würde sagen Stammschneider. In denen sind wir vermutlich eh bald los. Einige Teammanager sind mit dem Ausreißversuch alles andere als einverstanden. G schießt vor. Deutet zumindest darauf hin. Was ein Chaos. Ja, G ist total platt eigentlich. Eigentlich müssen wir den austauschen. Weil G kann nicht mehr. G ist alle. So, da kommt Stammschneider wieder vor. Ich suche meine Maus, da habe ich sie.
Und da läuft der ganze Käse. Und ja, wir haben vorne einen dabei mit der Backe. Ah, die Lücke wird größer. Jetzt beträgt der Abstand mehr als 2 Minuten. Das Tempo im Hauptfeld ist nun deutlich langsamer geworden. Von den Mannschaften, die Fahrer in der Ausreißergruppe haben, ist naturgemäß keine Initiative zu erwarten. Die überlassen das lieber den anderen Teams. Gefällt mir eigentlich. Was mir nicht gefällt, ist, dass den keiner mehr ablöst. Das Tempo des Feldes ist zu niedrig, um wirklich selektiv zu sein. Das könnte allerdings bedeuten, dass es dafür am Ende einen harten Kampf um den Sieg geben wird. Den löst keiner ab. Das ist... Irgendwie ist das strange. Jetzt hat ihn einer abgelöst. Jetzt fahren wir hier mit 50 Führungsarbeit. Und kommen, der Abstand hat sich deutlich vergrößert. Und kommen trotzdem vom Feld weg. Das ist irgendwie ist das total kurios. Also so eine Situation hatte ich ja fast noch nicht. Naja, die werden nur ihre Zeit kriegen, wo sie dann hinten sagen, das machen wir nicht mit und wir greifen an. Ich glaube, wir können das hier sogar mal ein bisschen schneller drehen. Der strengt sich ja null an. Ey. Ein Pulsschlag von 158 ist für den ja gar nichts. Ah, hol dir was zu trinken, da muss ein anderer Führungsarbeit machen. Der G hat sich wieder erholt, man kann dem was zu trinken holen. Ja, und wir lassen es hier mal brummen, ne? 9 Minuten Vorsprung. Irgendwie hat man kein Interesse, scheinbar die Ausreißer einzufangen. Kann mir nur recht sein. Oder die wissen was, was ich noch nicht weiß. Aber ich sag mal, mit 50, das müsste ich doch... Ich habe 50% Einsatz und wir sind 11 Sekunden weg. Und selbst wenn die mich die ganze Zeit vorne lassen bei dem Wind... Der Pulsschlag geht nicht hoch, ja, weil ich total relaxed hier... So. Und schon wieder lassen sie mich Führungsarbeit machen mit 45. Ja, jetzt übernimmt man anderer, zeitweise. So. Langsam wird es spannend. Wir nähern uns Troisville, dem ersten gepflasterten Abschnitt. Bald beginnt ein ganz neues Rennen. Ja, und dieses neue Rennen, das führen wir jetzt mal ein bisschen härter, indem wir nämlich einfach mal freifahren mit 50%. Und da bin ich mal gespannt, nach wie viel Kopfsteinpflasterpassagen die Jungs da noch mitgehen können. Ich denke mal, das wird dir einiges an Energie kosten hier. So, jetzt dürften langsam auch hinten die rankommen, oder? In die Kopfsteinpflasterpassage. Wie sieht's da aus? Wo haben wir einen Degenkolb? Der soll mal versuchen vorzufahren. Jetzt gehen die aber richtig zur Sache. Immer dranbleiben. Dass er nicht eingeklemmt wird hier und zurückfällt, weil er irgendeinen vor sich hat, der arschlangsam ist. Ja, ich habe es mir fast gedacht. Der bleibt nämlich jetzt hängen. Überall fahren sie an ihm vorbei. Und das, obwohl er auf 80 frei fahren steht, kommt er keinen Zentimeter voran, weil er hinterm falschen Fahrer ist. Das ist nicht gut. Der muss so schnell wie es geht versuchen, sich jetzt vorne zu platzieren. Und am besten einen Helfer mit Dekord suchen. Weil Dekord hat Kopfsteinpflaster mit drin. Das ist hier jetzt wichtig. Und stellen wir den auf 75. Dann sollen die sich hier mal umsortieren. Und dann sagen wir dem mal Position halten in der Nähe von... Ja, von wem eigentlich? Haben wir hier irgendwo einen, der gut ist? Was Kopfsteinpflaster angeht. De Volder. In dem seiner Nähe soll er sich mal aufhalten.
So, und wie sieht's vorne aus hier bei Debugger? Der hat schon den ersten auf dem Kopfsteinpflaster, nämlich Dschungels, platt gefahren. Hat 61 Kopfsteinpflaster, der kann schon nicht mehr. Kopfsteinpflasterpassagen verlangen viel technische Übung. Deshalb machen sich manche Spezialisten gründlich mit der Strecke vertraut. Denn jeder Abschnitt hat seine Besonderheiten. Und einige Abschnitte können über Sieg und Niederlage entscheiden. Ja, wir sind relativ relaxed. Dass ein Fahrer einen Defekt hat. Plattfuß. Wir sind da relativ relaxed. Wir wissen, was kommt. So, Degenkolb. Die dürften jetzt auch da drin sein oder da reinkommen. Ha, genau. Und, oh, De Volder hat Reifenschaden. An dem hatten wir uns orientiert, deshalb müssen wir den jetzt auf Freifahren stellen. Und dass wir da nicht bei dem bleiben. So, hier haben wir eine gute Position. Sieht man auch direkt. Ah, jetzt fährt dem da der andere vor die Birne. Und er lässt sich da wieder abhängen. Und wir müssen versuchen, vorne dran zu bleiben. Hier über die Kopfsteinpflaster-Geschichten. Dass es uns hier nicht zerrobbt. So, wenn wir hier also drüber sind. Die Beschaffenheit der Strecke scheint heute sowas von tückisch zu sein. Noch ein Fahrer mit einem Platten. So, wir gucken gerade nochmal vorne, wie es hier aussieht. Wir machen immer noch die alleinige Führungsarbeit, aber mit, naja, 50 und 10 Minuten Vorsprung lässt sich das ganz gut leben. Ich bin gerade am Überlegen, wen wir losschicken könnten, was zu trinken zu holen. Der dann auf dem Terrain hier nicht völlig versagt und ganz wegstirbt. Und noch ein Plattfuß. Okay, was geht hier vorne? Wer ist das? So, Decor mit Degenkolb, sehr gute Position. Sehr gute Position. Cancellara sehr gut hinter uns positioniert. Wir greifen nicht an. Wir halten die Position. Hinten im Feld fallen einige Fahrer zurück. Das ist ganz bestimmt kein guter Zeitpunkt für einen Einbruch. Ja, Kopfsteinpflaster, das sortiert ganz schnell aus. Also Kopfsteinpflaster ist echt eine kritische Geschichte. So, wir gucken hier vorne, wie es da läuft. Wenn wir Glück haben, haben wir am Schluss vielleicht für Degenkolb noch einen Helfer in der Schlussphase. Nicht alle Mannschaften. Okay, Wasserträger kommt nach vorne. Einverstanden. Das Hauptfeld hat das Tempo beträchtlich angezogen. Wasserträger kommt nach vorne, hat jetzt Degenkolb versorgt. Komm, eil dich, Decord. Sehr schön, und Stammschneider, super. Dieser Rennkilometer hat schon etwas Besonderes. Super. Dahin signalisiert er die Hälfte des Rennens. Natürlich ist es immer ein Vorteil, als Erster in einen Abschnitt mit Kopfsteinpflaster einzufahren. Wir können jetzt jederzeit mit Lücken im Hauptfeld rechnen. 1,18 haben wir den Dschungel schon distanziert. Der kann überhaupt nicht mit Kopfsteinpflaster. Der braucht den Vorsprung, um nicht völlig wegzusterben. Anscheinend gibt es noch eine Reifenpanne. Die Mannschaften sollten bei der Wahl ihrer Reifen wirklich sorgfältiger sein. Ja, sollten sie. Wir haben die richtigen. So, ich gucke mal ein bisschen hier hinten. Jetzt scheint man im Hauptfeld zu reagieren. Das Feld legt deutlich an Tempo zu. Einige Mannschaften sind wohl mit dem Fluchtversuch nicht einverstanden. So, Degenkolb ist gut positioniert. De Volder ist wieder da. Wir müssen eben aufpassen, ja. Nicht, dass auf dem Kopfsteinpflaster Passage plötzlich ein Angriff kommt von De Volder oder einem anderen Fahrer und Degenkolb gerade überhaupt nicht in der Nähe ist. Das wäre verheerend. Das wollen wir nicht. So,
Also ich bin am überlegen, ob wir denen alle hier mal ein bisschen mehr Power geben sollen, damit die uns die nicht zurückfallen. Wir haben jetzt ungefähr Halbzeit, noch 121 Kilometer und jetzt kommen eigentlich fast nur noch Kopfsteinpflaster, Kopfsteinpflaster, Kopfsteinpflaster. Die Kopfsteinpflasterpassagen sind unter den Fahrern besonders gefürchtet. Sowohl physisch als auch geistig stellen sie besonders hohe Anforderungen. Der hier hat einen Vorteil, der ist Kämpfer. Den müssen wir, wenn im Kopfsteinpflaster, in einem der letzten angreifen, dass er nicht mehr mitgehen kann. Aber der wird länger durchhalten als wir, wenn wir hier Attacke gehen. Unterschiedliche Mannschaften beteiligen sich jetzt an der Tempoarbeit im Feld. Offenbar sind sie in der Ausreißergruppe nicht vertreten. Die Fahrer, die dort vorne an der Spitze der tut das nichts. Tempo vorgeben, machen sich heute nicht allzu viele Freunde. Der tut gar nichts dafür. Der ist an unserem Hinterrad und sagt Arschlecken Bonanza, ja? Und genau das ist das, was mich schon wieder aufregt. Dass der nicht hilft, da vorne wegzukommen, da vorne zu bleiben oder wie auch immer. So, jetzt geht der hier. Geht der ins Kopfsteinpflaster mit einem Angriff, eine Tatsache. Ein Fahrer versucht sich vom Feld abzusetzen. So, wir wollen das eigentlich nicht. Wir wollen das nicht absetzen. Wir wollen nur gut positioniert sein hier. Wenn der da allein nach vorne rausfährt, das ist noch eine lange Strecke und den lassen wir da jetzt verhungern, wenn es geht. Haben wir irgendeinen Fahrer, den wir nutzen können, so ein bisschen Tempo zu machen? Dass ein Fahrer gestürzt ist. Aber anscheinend ist er schon wieder im Sattel. G können wir opfern. Das macht nichts, wenn der kaputt ist. Aber der kommt ja nicht mal rein in die Führungsgeschichte hier. Geschweige denn nach vorne. Der geht gerade einen Affenzahn, kämpft wie ein Bekloppter und ist gleich tot. Können wir einstellen. So, da haben wir ihn wieder gefangen. Degenkolb. Wie sieht's aus mit Degenkolb? Decor ist am Kämpfen. Der ist richtig am Kämpfen. Degenkolb hat noch Energien. Jungs, ihr müsst nicht unbedingt ganz vorne rumfahren. Doch, müssen sie eigentlich. Aber vielleicht soll er sich mal hier halten, ne? Bei Bohnen. Dann kann Decor mal ein bisschen durchatmen. So, da haben wir André Greipel. Es gibt zwei Techniken, sich mit dem Kopfsteinpflaster auseinanderzusetzen. Einige versuchen genau in der Mitte zu fahren, während andere bis zu den Rändern hin ausweichen, praktisch im Gras fahren. Einige Teammanager sind mit dem Ausreißversuch alles andere als einverstanden. Hm. Die Tempoerhöhung im Hauptfeld deutet zumindest darauf hin. Ja, aber wir haben noch die 5 Minuten Vorsprung auf den anderen, also fast insgesamt 7 Minuten Vorsprung hier. Ich bin jetzt echt am Überlegen. Was wir machen sollen. Sollen wir es versuchen, mit Velas mal anzugreifen? Sollen wir mit Velas was zu trinken holen? Cool, ich drücke auf Wasser aufnehmen und habe direkt Wasser. Ja, es gibt ein langes Rennen und ein langes Video, aber es ist halt, es ist schwer hier. Okay. Dschungels haben sie geholt. Ah, Mann, ich will doch nicht so weit. Cancellara fährt vorne. Scheiße. Eine Sekunde. Noch nicht mal eine Sekunde haben wir weggeguckt. Degenkolb, fahr vor. Degenkolb. Oh, wir sind in der falschen Gruppe. Degenkolb! Ach, leck mich doch am Arsch. Jetzt liegt nur noch knapp ein Drittel des Rennens vor uns.
Gleich sind wir mitten im Finale. 90 Kilometer noch. Mitten im Finale. Schon wieder ein Fahrer mit einer Reifenpanne. Das kann doch nicht wahr sein. Das muss ein Degenkolb, fahr doch mal da vorbei. Kann doch nicht sein, dass du immerhin der Leuten herfährst, die im Kopfsteinpflaster nicht fahren können. Einige Kopfsteinpflaster fahr doch mal da rüber. Sind äußerst eng. Und es ist deshalb sehr wichtig, eine gute Ausgangsposition zu haben, um im Hauptfeld Stürzen und Lücken aus dem Weg zu gehen. Deshalb versuche ich das, was ich versuche. Aber ich schaff's ja nicht, was ich versuche. Weil der Degenkolb immer dort rumfährt, wo ich ihn gerade nicht brauche. So, Position halten bei dem, bitte. Das Feld reißt schon wieder auseinander. Auf ebener Strecke reißt das Feld auseinander. Ich brauche Leute da vorne, ey. Kann doch nicht wahr sein. Was machen die denn? Velas. Fahr mal vor. Das gibt es doch nicht. Noch ein Plattfuß. Das scheint ansteckend zu sein. Sie haben 56 Sekunden Vorsprung. Hallo? Wollen die mich völlig verarschen hier? Es muss doch gehen, dass wir das wieder... Also... Kopfsteinpflasterfahrer lassen sich hier die Butter vom Brot nehmen. Echt. Da geht voll der Zug vorbei. Velas steht auf der Stelle mit 71 Kopfsteinpflaster. Also das muss ich auch nicht verstehen. Tja, wenn alle Stricke reisen, muss ich den Kopf selbst was das zu trinken holen. Das kann doch nicht wahr sein. Einer der Mannschaftskapitäne fällt zurück. Ja, die gehen jetzt einen Affenzahn hier. Ohne Scheiß. Also das geht mal gar nicht. So, der soll sich mal was zu trinken holen. Barquil soll sich was zu trinken holen. G soll sich was zu trinken holen. Die sind mir ja völlig egal da hinten. Decord ist völlig Schnuppe, wo der rumfährt. Kuvers, ja, die brauchen eigentlich alle nicht mehr richtig groß kämpfen. Backer soll ich mal was zu trinken holen. In diesem Jahr ist das Kopfsteinpflaster einige Abschnitte ausgebessert worden. Ich kann Ihnen allerdings versichern, dass man nicht von Erneuerung sprechen kann. Nach wie vor bedeuten diese Passagen eine enorme Schwierigkeit. So, wir lassen uns jetzt absichtlich einholen mit dem Backer. Es sind ja noch 19 Sekunden, da kommen sie ja schon. Ein Fahrer ist gestürzt. So, oh Mann, ey, man sieht hier nichts. Hallo. Das ist zum Kotzen. Das ist doch einfach nur zum Kotzen. Der hängt schon wieder fest, der Degenkolb. Fahr doch mal vorbei. Ich reg mich auf, ey. Ich reg mich einfach nur noch so auf. Das kann doch nicht sein. So, du Backer, hol mir was zu trinken. Wir müssen hier vorne dabei bleiben. Und noch ein Plattfuß. Deshalb haben wir den Backer gebraucht. Als Helfer. Dass der was zu trinken holt. Boah. Alter, ey, das ist aber auch so eng hier überall. So, Cancellara fällt aus. Das ist... Um Gottes Willen, das war ein spektakulärer Sturz. Das ist gut für uns, wenn Cancellara ausfällt. Komm, der Backer, fahr vor, gib Cancellara, gib Degenkolb was zu trinken. Sehr schön. Äh,
Ich bin gerade am Überlegen, den Kopf soll Energie sparen. Der Bagger soll's Tempo machen und Degenkolb soll sich bei dem halten. Dann haben wir vielleicht eine Chance, dass wir hier nochmal eine Gruppe loswerden, dass noch ein paar Leute rausfallen. Schon wieder ein Fahrer mit einer Reifenpanne. Das kann doch nicht wahr sein. Das muss an der Straße liegen. Das ist sehr, sehr gut. Der Bagger soll Degenkolb schützen. Mal durchsortieren. Ihr kriegt ja nichts mit hier. Nun kommt endlich das gefürchtete Kopfsteinpflaster. Velas ist platt. Ich kenne zahlreiche Fahrer, die diese Abschnitte lieber zu Hause vor dem Fernseher erleben würden. Ist echt unglaublich, der Velas ist platt. Weil ich den frei fahren lasse. Das ist doch Kämpfer, Sprinter, Kopfsteinpflaster-Spezialist und ist platt. Ah, sind noch 50 Kilometer. Wir müssen aufpassen, ey. Wir müssen richtig aufpassen hier, dass uns hier nichts passiert, dass die Energien reichen. Dass uns keiner vernascht. Stybar ist hier vorne. Das ist ja auch einer der Favoriten. Der fährt uns auch schon weg. Terpstra. Ja, es hat keinen Tauch. Wir kommen jetzt in die 50-Kilometer-Zone. Es hat einfach keinen Tauch. Wir müssen jetzt zusehen. Schmerzverzerrte Gesichter am Ende des Feldes. Für viele Fahrer scheint das Tempo einfach zu hoch zu sein. Oh je, mehrere Fahrer liegen am Boden. Da so, Sagan. Einen richtig heftigen Sturz gegeben. Jetzt versucht er es auf eigene Faust. Er will wohl seine Begleiter abschütteln. Sagan greift an. Ich halte es für zu früh anzugreifen. Tja. Marke geht zum Gegenangriff über. Was soll ich dann noch sagen? Was soll ich dann noch sagen? Da ging Gegenangriff und Angriff und Gegenangriff und Steiber reagiert nicht, wenn wir in seinem Hinterrad hängen und wohl der Helfer hier mit dabei hat oder sogar Helfer ist hier von Bohnen. Keine Reaktion. Lassen Sie mich jetzt vorne fahren. Das ist auch super. So, ich muss jetzt hier ein bisschen was riskieren. Warum hat ein Degenkolb jetzt eine Tagesform von minus 2? Es ist doch echt zum Kotzen. Immer die Fahrer, die ich brauche, haben eine Tagesform von minus. Immer die, die ich gerne hätte, für irgendwie einen Sieg oder sowas einzufahren, minus. So, da kommt Cangiolara angefetzt. Können wir irgendwie an dem dranbleiben? Ich sagte dranbleiben, nicht vorbeifahren. Dranbleiben, Alter, wie der abgeht. Also die Bodenbeschaffenheit der Strecke scheint heute sowas von tückisch zu sein. Noch ein Fahrer mit einem Platten. Ja, ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Ich kann machen, was ich will. Ich habe keine Chance. Eines ist sicher, wenn es auf die teils engen Kopfsteinpflasterabschnitte geht. Um Stürzen und Lücken im Hauptfeld aus dem Weg zu gehen, ist es wichtig, vorne zu sein. Tja, deshalb fahren wir hier jetzt frei mit 75% und müssen mehr oder weniger damit leben. Das, uns geht nämlich die Energie aus, ja. So, und jetzt machen die hier, hängen sich mal ran. Ein Fahrer liegt auf dem Asphalt, aber Gott sei Dank, er scheint das Rennen fortsetzen zu können. Ja, sag ich mache keine Führungsarbeit für euch und schon die Bremsen ein, guckt euch das mal an. Keiner will nach vorne. Und jetzt kommt von Rollor der Angriff. Ey, das ist so zum Mäusemelken. Hallo. Hallo? Sag mal, ich werde gleich bekloppt hier. So ein Kackrennen.
Jetzt greifen die alle an und ich kann mich nirgends dranhängen, weil ich platt bin oder was? Ey, das ist doch ein Witz. Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Jetzt kommt hier Angriff nach Angriff nach Angriff und Degenkolb hat nichts Besseres zu tun, wie sich festzufahren hinter Preschel. Jetzt macht Degenkolb wieder die Führungsarbeit für die Idioten, die alle keine Führungsarbeit machen wollen und verausgabt sich hier komplett. Mit Freifahren, damit Sagan auch schön und dass die alle schön vor uns gewinnen können. Anscheinend gibt es noch eine Reifenpanne. Die Mannschaften sollten bei der Wahl ihrer Reifen wirklich sorgfältiger sein. Ehrlich gesagt, es regt mich gerade tierisch auf. Wie viele Leute sind denn vor uns? Ich würde es echt gern mal wissen. 2, 3, 4, 5. Na super, und dann sind wir in den nächsten 5. Das heißt, wir sind gerade so unter den Top 10 jetzt und wir dürfen uns nicht mehr einholen lassen hier. Sonst war's das. Ja, wir brauchen Top-10-Ergebnis. Auf Abschnitten mit Kopfsteinpflaster gehen die Fahrer ein enormes Verletzungsrisiko ein. Aber wie heißt es so schön? Ja, greift an da vorne. Und nicht umgekehrt. Also die Bodenbeschaffenheit der Strecke scheint heute sowas von tückisch zu sein. Noch ein Fahrer mit einem Platten. Es ist, wir haben keine Energien mehr, wir gehen völlig auf dem Zahnfleisch. Minus 2 Tagesform. Keine Kämpfereigenschaften. Upsa, alle um uns rum greifen an wie die Bekloppten. Degenkolb ist auf... Wieso ist Degenkolb auf 35% frei fahren? Wieso hat das so geleckt? Das ist echt... Highlights. Mein Rechner macht nur Highlights. So, letzten 20 Kilometer. Wir nehmen mal einen Energieriegel, es geht ins Kopfsteinpflaster rein. Wir kommen an Sorga nicht vorbei. Mit 80 freifahren, Energieriegel, keine Chance hier raus, hier vorbeizukommen. Die Fahrer haben gerade die 15-Kilometer-Marke passiert. Der Pflasterabschnitt von Delabre ist erreicht, gut 30 Kilometer vor dem Ziel. Ja, die spannen uns hier, die Hunde. Wir fahren nebeneinander, wir kommen nicht vorbei, wir kommen nirgends vorbei. Wir dürfen nicht die 3 Minuten noch verlieren, die wir haben als Vorsprung auf die anderen. Wir dürfen den Vorsprung nicht einbüßen. Wir müssen mindestens Zehnter werden. Noch 10 Kilometer. Wir geben jetzt nochmal alles. Es ist mir gerade wurscht. Wir treten jetzt mit 90 Sachen rein. Also ist mir völlig wurscht. Der soll alles geben. Der Pulsschlag ist noch viel zu niedrig. Boah, die kommen von hinten, kommt einer näher mit 3. Hat nur noch 3 Minuten. Das ist noch. Ja. Das könnte er nie im Leben schaffen, normal. Warum macht denn kein anderer hier mal mit Führungsarbeit? 5 Kilometer bis ins Ziel. Alle hängen sich nur dran, das ist zum Kotzen. Ich muss Top-10-Ergebnis schaffen. Bei Rennen über Kopfsteinpflaster ist es enorm wichtig, Reifenpannen zu vermeiden. Die Teams benutzen daher spezielle, breitere Reifen als auf Asphalt. Wir könnten so als Sprinter hätten was schaffen können, wenn wir irgendwie Energien getankt hätten und so. Gut 30 Kilometer vor dem Ziel. Oh, ich reg mich auf, ey. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich Position halten, damit er nochmal Energien für einen Sprint schafft? Im Leben nicht. Da kommt der andere nur noch näher. Einzelsieg für Sepp van Marke. Ruckel, ruckel, Sepp van Marke gewinnt. Kenne ich gar nicht.
Oh, jetzt geht's ins Velodrom. Wie viele Runden fahren wir hier? Schlimme ist, das ist eben. Da können die uns auch noch sehen. Ey, wir treten jetzt hier rein mit allem, was wir haben. Oh, und hinten kommt einer herangeflogen. Wir können den gerade noch so... Oh, scheiße. Die anderen werden wahrscheinlich gleich sprinten. Degenkolb, mach doch unten die Linie dicht. Ist soeben gestürzt. Neunter, wir haben die Top 10 geschafft. Sponsorenziel geschafft. Alter, hatte ich Angst, dass wir noch eingeholt werden. Was ein Rennen. Ich krieg zu viel. Was ein Rennen. Wir haben die Top 10 geschafft. Wir sind schlecht abgeschnitten wie auf dem anderen Ding, wo es was voller Hügel war. Das brauchen die natürlich auch Jahre, bis die alle im Ziel sind. Die geben alle auf, oder was? Wir haben die folgenden Höhepunkte für Sie ausgewählt. Tja, der hat es irgendwie richtig gemacht. Van Marke. Wir haben uns angestellt wie der erste Mensch, aber ich muss es irgendwie versuchen. Ich meine, was da Angriffe gingen, ja? Ich meine, ich muss hier irgendwas versuchen. Ich habe keine Helfer dabei gehabt. Obwohl die Kopfsteinpflaster können, haben die kein Kopfsteinpflaster gefahren. Also ich meine, die haben sich da zurückfallen lassen. Dann kamen da Angriffe von Cancellara und Co. im Kopfsteinpflaster. Da haben die einfach überhaupt nicht mal drauf reagiert. Die haben sich da totgepumpt. Wir sind Neunter. Sponsorenziel geschafft. Unglaublich. Was ein Rennen. Ich bin völlig am Ende hier. Devlins, nicht in Bestform. Könnt ihr mal was anderes schreiben? Unsere Fahrer sind nie in Bestform. Die sind immer schlechte Tagesform, immer schlechte Frische, immer schlechte Fitness, immer schlechter Rhythmus. Es geht mir langsam auf den Keks. Preisgeld Paris-Roubaix, 1300 Euro. Ich bin begeistert. Der ist wieder gesund. Hausarzt konsultiert, hat ihm ein paar Vitaminpillen verschrieben. Er dürfte bald wieder einsatzfähig sein. Nächstes Rennen, wo er teilnehmen soll, dürfte aber geschwächt sein. Ja, aber ich glaube, wir haben keins mehr erstmal für ihn. Alter Schwede. Ich sag nur, ich bin... Puh. Mitgenommen. Ich hatte wirklich Angst, dass wir es nicht schaffen, in die Top 10 zu fahren. Und ich bin einfach nur happy, dass wir das geschafft haben, egal wie das Rennen lief. Ich kann das hier alles gar nicht mehr verarbeiten. Ich würde sagen, wir blättern noch einen Tag weiter, dann ist... wir blättern keinen Tag weiter, weil am 15. ist scheinbar schon ein Rennen. Ich dachte, am 16. wäre das nächste. Auch egal. Hier, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich brauche jetzt erstmal Urlaub, sag danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und mal gucken, wie ich den ganzen Kram zusammengecuttet kriege, dass das Ganze noch uploadbar ist, weil das war ein echt langes Rennen und ein hartes Rennen und ich bin fertig hier. Dass ich es geschafft habe, Neunter zu werden, ich mache mit drei Kreuze in den Kalender und sag danke. Ja, war wichtig fürs Sponsorenziel. Können hier nochmal reingucken. Auch ein Häkchen dran, Degenkolb Top 10. Strike.
Sponsor ist zufrieden. Bis jetzt haben wir alle Sponsorenziele erfüllt. 4 Stück haben wir schon erfüllt. Amstel Gold Race Top 5. Gibt auch nochmal Spaß. Kriterium Definé erst an der Punktwertung. Es geht einfach so weiter. Horror Trip. Ich bin raus. Ich sag danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Ich brauche Urlaub. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.